Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Vaterunser ist ohne Zweifel das Gebet und die Stelle aus der Heiligen Schrift, die im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende am meisten erklärt, kommentiert und meditiert worden ist. Der frühchristliche Autor Tertullian nennt es das Vaterunser zu Recht die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums. Und der heilige Augustinus weist darauf hin, dass zunächst die Psalmen die Hauptquelle auch des christlichen Betens sind und dass alle Gedanken der Psalmen zusammenfließen in das Vaterunser. Und dann stellt Augustinus fest, geht sämtliche Gebete der Heiligen Schrift durch. Meines Erachtens könnt ihr darin nichts finden, was nicht im Gebet des Herrn, im Vaterunser, enthalten wäre. Und der große heilige Thomas von Aquin schreibt, das Gebet des Herrn ist das Vollkommenste. In ihm wird nicht nur um alles gebetet, wonach wir in richtiger Weise verlangen können, sondern auch in derjenigen Reihenfolge, in der wir danach verlangen sollen. So lehrt uns dieses Gebet nicht bloß bitten, sondern es formt auch unser ganzes Gemüt. Nur drei Zeugnisse über die Bedeutung dieses Gebetes. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus hat uns mit dem Vaterunser nicht einfach eine bestimmte Formulierung, eine Formel hinterlassen, die wir mechanisch wiederholen sollen, sondern er hat uns in den Sakramenten der Taufe und Firmung vor allem auch den Heiligen Geist geschenkt, indem wir in rechter Weise beten können und sollen. Jesus hat der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen gesagt, die wahren Beter werden den Vater, werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Nicht mehr gebunden an ganz bestimmte wenige Orte. Und das Vaterunser verwirklicht dieses Versprechen. Wer es betet, der spricht Gott mit den Worten an, und am Anfang vor allem mit dem Wort, mit dem Jesus selbst immer wieder seinen geliebten Vater, Abba, angesprochen hat. Schon mit diesem ersten Wort treten wir als Betende ein in dieses ganz besondere Verhältnis Jesu zu Gott, zu seinem Vater. Jesus lässt uns Anteil nehmen an seinem tiefen Verhältnis zum Vater. Jesus hat nicht nur dieses Verhältnis, wir können sogar sagen, er ist dieses Verhältnis, er ist der Sohn, das ist sein Wesen, diese Beziehung zum Vater. Daraus lebt er, das ist sein Geheimnis. Jesus hat oft und immer wieder in der Stille gebetet. Er hat mit seinem Vater ganz vertraut, von Herz zu Herz, würden wir menschlich sagen, gesprochen. Und zugleich öffnet er uns diesen ganz persönlichen Raum des Gebetes, des Austauschs mit dem Vater, indem er uns mit diesen Worten Anteil gibt und uns zu seinen Brüdern und Schwestern macht. Wie er selbst sprechen wir im ersten Wort des Vaterunsers, Vater. Und schon mit dem zweiten Wort lässt Jesus deutlich werden, als Sohn, als Tochter Gottes, wende ich mich an den Vater ganz persönlich und zugleich immer auch als jemand, der Brüder und Schwestern hat, Vater unser. Ich kann das Vater unser sozusagen nicht ganz privat beten, nur für mich. Schon im zweiten Wort mache ich deutlich, ich weiß mich als Teil jener Gemeinschaft, die Jesus gegründet hat, der Kirche,
der Brüder und Schwestern des himmlischen Vaters. Das Vaterunser ist also ganz persönliches und zugleich ein Wir-Gebet. Ich kann die Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, ich kann die Kirche nicht außen vor lassen, wenn ich dieses Gebet spreche. Liebe Schwestern und Brüder, es gäbe noch sehr, sehr viel mehr über das Herrengebet zu sagen. Wenn Sie mehr darüber nachdenken möchten, dann am Schluss zwei bescheidene Hinweise. Nehmen Sie zum Beispiel den Katechismus der katholischen Kirche zur Hand. Sie finden auf knapp 30 Seiten sehr gute Erläuterungen. Eine weitere Möglichkeit: greifen Sie zum ersten Band von Josef Ratzinger, Benedikt XVI., in seiner Trilogie über Jesus von Nazareth. Auch dort finden Sie sehr tiefe, sehr hilfreiche Erklärungen zu diesem wichtigsten Gebet der Christenheit. Beides ist sehr lohnenswerte Nahrung für unsere Seele. Amen.